Der Preisdruck auf die beiden Edelmetalle Gold und Silber hält auch in diesem Jahr an. Bereits seit Jahresbeginn hat der Goldpreis knapp 30% an Wert verloren. Bei Silber ging es allein in der vergangenen Woche zwischenzeitlich in der Spitze um bis zu 7% bergab. Über die Hintergründe wollen wir heute am Rande des DAP Investment Kongresses sprechen mit Karl-Heinz Geiger von der SVA Vermögensverwaltung aus Stuttgart. Herr Geiger, woher kommt eigentlich der aktuelle Preisdruck auf Gold? Ja, im Wesentlichen sind es eigentlich drei Gründe. Zum einen, wir haben ja relativ viele Krisen weltweit momentan. Da müsste man eigentlich glauben, das Gold müsste eigentlich ins Unermessliche steigen. Das Gegenteil ist der Fall. Man kann hier die Zentralbanken mit anführen, die dafür sorgen, dass eben eine positive Stimmung in Form dieser Krisen eben dadurch herrscht, dass man versucht, diesen Goldpreis vielleicht auch etwas künstlicher, tiefer zu halten. Das ist ein wesentlicher Punkt, wie wir meinen, was den Goldpreis beeinflusst hat. Der zweite Faktor ist die momentane Stärke des US-Dollar, die einfach auch negativ für den Goldpreis wirkt. Und das dritte ist auch nicht unwesentlich, das ist eine doch deutlich geringere physische Nachfrage nach Gold. Wir hatten vor eineinhalb Jahren einen deutlichen Run. Jeder ist zur Bank gerannt und hat sich irgendwelche Goldbarren versucht zu ergattern bei hohen Preisen. Und jetzt ist das Ganze einfach etwas zum Erliegen gekommen und dadurch ist der Goldpreis mit nach unten gezogen worden. Glauben Sie, dass langsam aber sicher beim Goldpreis am Boden erreicht ist? Sehen wir also zumindest im Jahr 2015 wieder steigende Kurse? Also wir sind mittelfristig nicht schlecht auch für Gold zu sprechen, sehen momentan aber eine relative technische Problematik um die 1200 im Goldpreis. Wenn die nicht halten, dann können wir ohne weiteres technisch nochmal nahe an die 1000 sogar kommen, was wir aber dann letztendlich wirklich auch als Kaufsignale sehen würden dann. Technisch sieht es derzeit, insbesondere bei Silber, derzeit gar nicht gut aus. Was ist bei Silber los? Ja gut, Silber ist eher ein Industriemetall, das muss man ganz klar sagen. Und die ganzen Rohstoffe, also auch um Silber rum, also auch in Ne-Metallbereiche, sind jetzt sehr stark im Preis verfallen. Dazu zählt nun mal auch Silber momentan. Der Bedarf an Silber ist auch durch die Halbleiterindustrie und durch die anderen Bereiche eben eher sogar nach unten gegangen. Im Fotobereich, man hat viel Silber für Filme gebraucht, das braucht man heute auch nicht mehr. Also da ist einfach die Nachfrage nach diesem Industriemetall ist gesunken und dadurch nimmt auch die Bedeutung von Silber eben einfach ab. Das heißt aber zwangsläufig, dass wenn die Nachfrage abnimmt, charttechnisch sieht es nicht besonders gut aus. Sie sind wenig optimistisch für den Silberpreis. Für den Silberpreis sehen wir da eher problematisch das Ganze. Man muss es wirklich differenziert sehen zum Gold. Also Gold ist eher das Anlagemetall, Silber ist das Industriemetall. Also Silber muss man eher aus dem zyklischen Gedanken der Industrie sehen. Eine aktuelle Einschätzung von Karl-Heinz Geiger von der SVA Vermögensverwaltung. Vielen Dank für das Gespräch.